Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei Let's Play Stardew Valley. Der Winter dauert nicht mehr lang, wir haben den vorletzten Tag erreicht. Das finde ich an sich schon mal recht gut, denn dann können wir endlich mal wieder ein bisschen aktiver Landwirtschaft betreiben. Ich sehe gerade, wir haben zwar genug Holz, aber nicht genug Steine. Nun gut. Ach, ich habe noch Iridiumerz. Haha! So, wir schauen mal kurz, was TV sagt. Nichts Interessantes. Ach, in Kü... Oh, geil. Stimmt, das hatte ich noch gar nicht geguckt. Im Kühlschrank selber kann man auch noch Dinge einlagern. Warum mache ich das eigentlich nicht? Man weiß es nicht. Aber egal, vielleicht ein andermal. Wir haben Post. Wer schreibt uns denn da? Ich kenne ein paar Rezepte. Ich dachte, ich schicke dir mal eins. Vielleicht hilft es dir, mehr Erz abzubauen oder so. Pass auf dich auf. Wir haben von Clint Algensuppe erhalten. Das ist schön. Und noch ein Brief. Hallo, mein Schatz. Ich hoffe, es läuft gut mit deinem Hof. Ich schicke dir eine Kleinigkeit aus meiner Küche. Ich hoffe, sie ist nicht im Brief zerbröselt. Evelyn. Oho. Das ist aber lieb. Noch ein bisschen Brot. So, wir sammeln den Müll. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal nach unseren Erzeugnissen. Haben wir Eier im Inventar? Jo, wir haben zwei. Sehr gut. Sehr schön. Hier wieder ein bisschen was fertig. So, wo sind die Eier? Da sind die Eier. So. Dann mal fleißig so weiter produziert. Ey Bunny, ey Duck, ey Chick, grüßt euch. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich den Damen und Herren. Ich habe jetzt mal unterstellt, dass die Bunnies männlich sind. Oh, immer noch ein Baby. Ah, sieht aber heute wirklich glücklich aus. Das ist schön. Ups, nein, blocken wollte ich nicht. Ich wollte hier zumachen. So. Rüber geht's nach hier. Schön Kühe melken. Ach ja, stimmt. Die Ziegen, die habe ich ja schon gestern gemolken. Entsprechend geht das heute natürlich nicht. Hallo? So. Gut, ich wollte nur einmal sicher gehen, nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. So, wir haben hier noch ein bisschen Heu. Das freut natürlich. So, dann werden auch alle schön satt. Wunderbar. So, guck an, wir haben hier tatsächlich noch ein bisschen was zu ernten. Das ist doch super. Obwohl wir letztes Mal schon unseren Rekordgewinn eingefahren haben. Aber gut, hatten wir auch ziemlich viel, muss man sagen. So, und ich würde einfach mal sagen, wir schauen kurz in den Kalender, beziehungsweise bringen erstmal unsere Sachen hier weg. So, Krokusse, die hauen wir auch weg, weil wir haben genug, um Sandy zu beschenken. Deswegen dahingehend erstmal nichts. Aber wir müssen noch Käse machen, fällt mir gerade ein. So, damit wäre das Thema auch durch. Wir schauen einmal ganz kurz in den Kalender, um zu schauen, ob heute irgendjemand Geburtstag hat. Praktischerweise haben wir den ja hier, müssen dafür nicht mehr ein bisschen in die Stadt. Heute hat keiner Geburtstag, alles klar, dieses Jahr auch überhaupt nicht mehr. Das heißt, wir können getrost tun und lassen, was wir wollen, in Anführungsstrichen. Packen hier erstmal alles weg, der Müll, der wird recycelt. So, und ich würde sagen, wir gehen mal in die Mine, aber in die alte Mine. Ach, wir müssen erstmal unserem Kleinen hier guten Morgen sagen. So. Morgen. So, ein bisschen Wässerchen. Nicht, dass du uns vertrocknest, mein Freund. So. Dann nehmen wir mal hier unsere Kohlelore Richtung Mine. Ich würde sagen, wir gehen mal so auf Ebene 50. Und gucken, dass wir hier... Ah, eigentlich wollte ich nur ein paar Steine holen, aber ich merke schon, ich bin mal wieder
zu doof, um nicht aufs Maul zu kriegen dabei. So, da ist schon ein Ausgang, schön. Bringt es eigentlich irgendwas, die Kristalle zu zerhauen? Weil ich glaube, da haben wir noch nie was rausbekommen bisher, deswegen... So, Eisen kriegen wir auch, das finde ich super. Dann können wir nämlich in Zukunft auch mal wieder gucken, dass wir ein paar weitere Sprinkler bauen. Hä, habe ich jetzt... Habe ich jetzt mit dem Schwert gerade den Stein zerhauen? Wie geht das denn? Ist mir neu, aber gut, öfter mal was Neues, ne? So, schön viele Steine, das freut doch. So. Kleinen Rußteufelchen habe ich auch mal platt gehauen, locker flockig. Als wenn es nichts wäre. So, schön viel Steine und sehr schön Omnigioden. Da freue ich mich sehr drüber. In Hoffnung, dass ich irgendwann mal so diesen prismatischen Splitter oder wie er hieß bekomme. Darüber würde ich mich sehr freuen. Na, komm her. So. Ja gut, okay, die Kristalle zerhauen bringt scheinbar wirklich so rein gar nichts. Dann auf in die nächste Ebene. Schöne 8-Bit-Musik, wunderbar. Erinnert das so ein bisschen an Zelda. Nicht, dass ich der große Zelda-Fan war, aber... Zumindest ist es das Erste, was ich mit diesem, mit so einer Melodie assoziiere. Wenn man in einer Höhle /Mine ist. Also ich finde das jetzt zumindest nicht so weit hergeholt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Den hat leider schon jemand geplündert. Wer auch immer das war, dieser Lümmel. So. Mehr Steine, sehr schön. So. Huhu, ein... Was ist denn ein Waldschwert? 8 bis 18 Schaden, ja. Naja, meins ist dezent besser, deswegen... Tut mir leid, liebes Waldschwert, aber ich habe nicht vor, dich zu verwenden. I'm so sorry. So. Ausgang in die nächste Ebene haben wir schon mal, sehr schön. So. Na, komm her, zack. Schwing. So, hier sind schon wieder ein paar mehr Steine, das finde ich super. Weil, wie schon gesagt, Steine ist der Hauptgrund, warum wir hier sind. Zwergenschriftrolle Nummer 2, okay. Was auch immer aus Rolle Nummer 1 geworden ist, aber gut. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir... Ich meine, wir haben schon eine Zwergenschriftrolle, aber ich glaube nicht diese. Bin mir jetzt aber auch offen gesagt nicht sicher. Aber das lässt sich ja bei Gelegenheit herausfinden. Jetzt bin ich wieder so voll geschleimt. Ja, komm nur her, du Lumpdor. So, komm her, zack. Noch ein paar Steinchen. Ah, sehr schön. Wie viele Geoden habe ich jetzt eigentlich? Eine Omni und 3 gefrorene. Ja, gut, okay. Ich meine, mehr Omni-Geoden fände ich zwar besser, ne? Wie gesagt, wegen prismatischem Splitter. Ich muss auch sagen, ich... Das ist einer der Teilgründe, warum ich hier bin. Ich hoffe, genug Omnigeoden zu finden. Ich weiß es aber nicht, ob man die auf einer bestimmten Ebene vielleicht häufiger findet als hier. Da bin ich mir schlicht und ergreifend unsicher. Da bräuchte ich mal euren Input für. Aber ansonsten, wie gesagt, hauptsächlich, muss ich gestehen, sind wir wegen der Steine hier. Und wegen Eisenerz. Nicht wegen Eisenhut. Der ist nicht in dieser Mine zu finden. Und wenn doch, wäre es irgendwie komisch, aber... Na, man weiß ja nie, ne? Zumindest weiß ich nicht, wo er sich jetzt in diesem Moment, während ich das aufnehme, aufhält. Also könnte es durchaus sein, dass wir ihn in dieser Mine treffen. Aber egal, eins nach dem anderen.
So, haben wir jetzt schon alles? Scheint so, ne? Gut, auf in die nächste Ebene. Ah, da haben wir auch die Maschine mit dem Ping. Und dann meinte ich den Fahrstuhl, nicht den Geist. Da weiß ich nicht, ob der Geist schreit oder ob das so ein Gehen sein soll. So. Toll, jetzt muss ich selber gehen. Diese verdammten Geister, die stecken einen an mit ihrem Gehen. So, zack, zack, zack. Was tut man hier alles für? Ein paar Steine. Wir könnten die Steine natürlich grundsätzlich auch kaufen, aber so hoch ist unser... Oh, sehr schön, Omnigeode. Ist unsere Gewinnmarge auch nicht. Außerdem, wie gesagt, kann man hier Omnigeoden abstauben und das fände ich mega nice, wenn wir da erstens viele Omnigeoden kriegen und zweitens im Optimalfall aus einer Geode auch, wie gesagt, diesen prismatischen Splitter. Ich kann ihn gar nicht oft genug erwähnen, weil ich fände das so geil, wenn wir den bekämen. So, wisst ihr was? Wir essen erstmal das Brot. Haben wir nämlich auch wieder einen Slot frei. Eine Riegel können wir uns auch direkt noch reindrücken. Krass, ein Müsli-Riegel gibt fast genauso viel Energie wie so ein ganzes Baguette-Brot. Okay. Finde ich gewagt. Weil irgendwie... Weiß nicht, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber gut. Ja gut, wobei, wenn man jetzt mal rein nährwerttechnisch guckt, ich glaube so von den Kohlenhydraten her könnte das tatsächlich passen. Ich meine jetzt mehr so vom Sättigungsgefühl her. Ja, nur, dass wir uns dahingehend jetzt richtig verstehen. Heute scheint aber kein schlechter Tag zu sein. Ich finde die Ausgänge immer extrem schnell. Wobei ich nicht weiß, ob das mit reinspielt, wenn man schon die Ebenen eigentlich hat. Also wenn ich jetzt hier das erste Mal wäre und noch nicht tiefer wäre in der Mine, kann es ja sein, dass es schwerer ist. Das, wie gesagt, weiß ich gerade nicht. Liegt ja durchaus im Bereich des Möglichen. Also ausschließen kann man es nicht, aber... Wie gesagt, no idea. So. Hätten wir die Ecke schon mal leer. Sehr schön, wieder eine gefrorene Geode. Ich freue mich über jede Geode, die wir in die Finger kriegen. Erst recht über diese Omni-Geode. Way! Nice! So, machen wir unsere Steinchen weiter hier. Haben es ja schon gleich. So, komm, machen wir erst den hier, bevor er uns irgendwie meint, auf den Senkel gehen zu müssen. Noch eine Geode, ja, sehr schön. Und schon wieder bin ich langsam erschöpft. Oh, schaffen wir es zu entkommen? Ja, ich glaube, das sieht gut aus. So. Ich würde sagen, diese Etage machen wir noch, dann können wir uns mal langsam auf den Heimweg begeben. Wie viele Steine haben wir denn? 204, das ist schon mal... Warum habe ich es aufgemacht? Ich sehe es doch hier, ich Depp. Das ist auf jeden Fall schon mal eine recht solide Summe, aber ich denke, da geht noch durchaus mehr. Deswegen, wie gesagt, die Etage gönnen wir uns noch und dann... Abrichtung, oh... The Darkness! Oh, guck mal, hier 1000 Fledermäuse. Ja, es scheint so. Oh, Kinders, da habe ich ja sowas von Bock drauf. Ah, Gott sei Dank, jetzt hört es hoffentlich auf mit den Fledermäusen. Sagte er und ihm flog eine Fledermaus um die Ohren, es war so klar. Nervige Viecher. So, jetzt haben wir erstmal hinten weiter. Zack. Na, komm her, zack. So. Müsli-Riegel reingedrückt. Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, ich sollte die Etage vielleicht nicht zwangsläufig zu Ende machen. Na komm, den Diamanten hier schnappen wir uns noch. So, und... Ah, komm, ich habe jetzt noch was gesehen, was ich mir schnappen will. Nämlich die zwei dicken Steine hier.
Einfach weil die so schön viel bringen. Ja komm, dann nehmen wir das Eisen jetzt auch noch mit. Aber ich sehe schon, es nimmt kein Ende hier. So, jetzt aber endgültig Ende im Gelände. Oh, Zwergenschriftrolle Nummer 3 und noch ein Aquamarin. So, jetzt aber sowas von Zeit ins Bett zu gehen. Beziehungsweise zumindest nach Hause. Wir sollten vielleicht nochmal kurz bei unseren Produktionsstädten, nenne ich es mal, vorbeischauen. Denn ich denke, da können wir bestimmt noch irgendwas produzieren. Allein schon die Mayonnaise. Die sollte auf jeden Fall drin sein. Wir nehmen uns noch zur Sicherheit ein paar Beeren mit. Wo sind sie denn? Hier sind sie. Da. Ah, geht natürlich nicht. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Alter, ich klick hier hin. Was stimmt nicht mit dir? So. Rein, rein. Jetzt nehmen wir uns eben ein paar Beeren mit. Dann einmal schnell rübergejumpt. Oh ja, gut, dass wir ein paar Beeren dabei haben. Och, Kinder, sie wollten mich doch fertig machen hier. Nein, ich will die nicht essen. Inventar voll. Verdammt, ich nur eins. Komm, zwei Kupfererze. Wir haben so viel davon. So, jetzt noch den Käse. Oh, der geht natürlich nicht. Was kann weg? Der Schleim kann auch erstmal weg. So, jetzt aber mal ganz schnell zurück. Beziehungsweise in die Kiste können wir eben noch unsere Erzeugnisse packen. Aber dann sollten wir jetzt mal wirklich dringend in die Haie. Ach, ich habe noch eins vergessen. So, jetzt müssen wir gucken. 20 Minuten haben wir noch, um ins Bett zu kommen. 10 Minuten, oh Gott. Schnell durchrennen. Ja, der Diamant ist mir egal. Ich will jetzt nicht umkippen. Sehr schön. Sammeln, Stufe 10. Gesammelte Gegenstände haben immer die höchste Qualität oder die Position sammelbare Gegenstände werden aufgedeckt. Nein, ich würde sagen, immer die höchste Qualität. Das klingt doch mal fantastisch. So, da ist der Diamond. So, unseren Steinvorrat haben wir jetzt auf jeden Fall gut gefüllt, möchte ich mal meinen. Wo haben wir denn die Bömsken? Da haben wir die Bömsken. Ich sage, sollten wir heute mal unsere Geoden öffnen lassen. Das wäre das Stück Treibholz. Schwing! So, was haben wir hier fertig? Oi, 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 das ist ja einiges. Vielleicht sogar das meiste, wie mein geschätzter Freund Lübmaster sagen würde. So. Dann hier oben noch. Zack, zack, zack. Da auch noch. Ich brauche dringend mehr Fässer zum Einmachen. Bist du eigentlich schon erwachsen, denn du bist immer noch Baby? Meck, meck. Das klingt immer so flauschig, wenn man den Kleinen streichelt. Ne? Immer so wusch, wusch. Ah, da ist noch Nei. Ich wusste, ich habe noch irgendwas übersehen hier. So, dann gehen wir mal wieder eine Runde melken. Und diesmal kriegen wir auch endlich wieder unsere geliebte Ziegenmilch. So. Inventar voll, du kriegst die Tür nicht. So, Winterwurzelwäsch. Hallo, ich sagte Winterwurzelwäsch. So. Schon wieder das Inventar voll. Und trotzdem gibt's Ziegenmilch. Schön. Da kommen zwei Harz, ganz ehrlich, können auch weg. Hat das jetzt geklappt? Ja, ne, doch. Ja, hat gerade keine Milch.
So, aber Heu haben wir. So, hätten wir das auch. Muss ich erstmal ein bisschen was wegbringen wieder. Weil ohne Platz bringt uns das schönste Inventar nichts. So, zack, zack und zack. Dann machen wir erstmal wieder ein bisschen Käse fertig. So. Schwing, hätten wir das auch. Wunderbärchen. Recyceln müssen wir auch noch eine Runde. Und wir sollten noch eine Runde Eisen füllen, denn bald ist ja wieder Frühling und wenn wir dann unsere Felder erweitern wollten, was wollte ich da? Treibholz. Wenn wir unsere Felder erweitern wollen, dann sollten wir auch zusehen, dass wir genügend Sprinkler haben. Und die kommen ja nicht schon alleine, ne? Moment, dann brauchen wir dafür einen. Jo, jeweils einen, alles klar. Verfeinerter Quarz haben wir noch 7 Stück. Goldbarren nur noch 6. Ich bräuchte auch mal wieder Gold, ne? Könnte ich mir eigentlich auch kaufen? Oh, die Königin der Soßen hat was Neues. Sehr schön. Was gibt es diesmal? Preiselbeersüßigkeit. Hier ein Rezept, das Spaß macht. Entschuldigung. Und mit dem du das neue Jahr feiern kannst. Preiselbeeren sind an sich ziemlich bitter, aber tauche sie in ein Bad aus Zucker und sie schmecken wie die Tränen eines Engels. Gehe wie folgt vor. Blabla. Du hast gelernt, wie man Preiselbeersüßigkeit macht. Whey! Dann könnte man ja auch die Preiselbeeren endlich mal verwursten. So, Moment, wir machen mal 1, 2 Einmachgefäße direkt. Ich habe ja schon angekündigt, dass wir mehr brauchen. Und deswegen, warum warten, ihr Lieben? So, dann direkt wieder 2 Früchte rein. Läuft bei uns. So, wir begeben uns erstmal Richtung Stadt. Wir schauen mal, was da so Phase ist. Moment, können wir noch ein paar Geschenke verteilen? Jo, sehr schön, Emily und Penny. Dann können wir den beiden noch jeweils ein Geschenk bringen. Ich würde sagen, weil ich die beiden so süß finde, kriegt jede von mir einen Diamanten. Na, wobei, Moment. Ich will ja eigentlich hauptsächlich, naja, mit Emily jetzt. Ach ja, ich habe doch schon Diamanten, ich Depp. Ich habe es ja, muss ich gestehen, auf Emily abgesehen und deswegen kriegt Penny kein Geschenk und nur Emily kriegt eins. Nicht, dass wir in Penny Gefühle wecken, die wir nicht erwidern. Das wäre ihr gegenüber nicht fair. Muss man ja einfach mal so sagen, wie es ist. Und sowas macht man nicht. Mein Gott, da gibt es noch eine bessere Qualität? Ach du Scheiße. Krass. Lila, das ist dann quasi episch. Das ist heftig. So, dann einmal Geoden aufbrechen. Juhu, ein Klumpen Pyrit. Kohle. Ich hätte vielleicht mal mein Inventar leer machen sollen, bevor ich hier Sachen aufbreche wie ein Berserker. Sehr schön, Steine. Ausnahmsweise freue ich mich tatsächlich, dass da Steine rauskommen, aber einfach nur, weil ich so viele Steine brauche aktuell. Kein Platz im Inventar, kein Platz im Inventar. Lalalalalala, kein Platz im Inventar. So, dann gucken wir mal, ob wir was zum Spenden haben. Yo! Sehr schön, die Zwergenschriftrolle geht. Den Fächer packen wir mal hier hoch. Kommt die Zwergenschriftrolle dahin. Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin und schon haben wir wieder Platz. Way! Leider reicht es nicht für eine weitere Belohnung beim Museum. Das finde ich schade. Ich habe übrigens auch nachgelesen. Wenn man dem Museum 60 Sachen gespendet hat, dann kriegt man den Schlüssel für die Kanalisation. Was das noch heißt, weiß ich noch nicht. Was ist das? Fluorapatit? Eieiei. Was bist du? Ah, Günni kann uns da mehr zu erzählen. Sehr schön. Günni, berichte uns. Was ist dies vor der Stein? Ah, leider reicht es wieder nicht für eine weitere Belohnung. Schadi, schadi. So, dann. Ach, stimmt ja. Haha, hier war ja
noch ein bisschen Zeug, was wir sammeln könnten. Drum auf zum Strand. Denn auch hier ist was zum Leeren. Uhu, eine Garnele. Schön, schön, schön. Nicht, dass wir es jetzt auf eine Garnele angelegt hätten, aber mein Gott, was man hat, hat man, ne? So, dann grüß dich, Penny. Was hockst du denn da so alleine im Schnee? Ich will wirklich unsere Wohnung sauber halten, aber sie wird immer wieder schmutzig. Es ist nicht leicht, sich komplett alleine um den Haushalt zu kümmern. Ja, gut, bei der Situation deiner Mutter ist das tatsächlich ein bisschen schwierig. Kann ich mir zumindest vorstellen. So, Emily, bist du denn zu Hause, dass man dir ein Geschenk geben kann? Ja, bist du. Hallöchen. Meine Schwester und ich streiten uns hin und wieder, aber ich würde sie sehr vermissen, wenn sie gehen würde. Ich bin mir sicher, dass sie irgendwann zu einer sehr netten jungen Dame heranwächst. Sag ihr nicht, dass ich das gesagt habe. Gibt es etwas, worüber du reden willst? Über uns und unsere Gefühle vielleicht. Danke dir, ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. Wuhu, wir haben sie auf 8 Herzen. Ist das schön, ihr Lieben. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was das wie, wann, warum zur Folge hat. Ach ja, da unten war ich schon. Wo wir aber gerade schon mal hier in der Stadt sind, könnten wir doch mal schauen, was genau wir brauchen, um das nächste Upgrade zu machen. Ich habe gar nicht nach Aufgaben geguckt. Aber gut, egal. Für das Community Center haben wir ja aktuell sowieso nichts. Deswegen brauchen wir da gar nicht gucken. Aber wir könnten mal ausschalten nach diversen Sammelobjekten, weil wenn alle jetzt immer die beste Qualitätsstufe haben, dann ist das ja mega. Na komm, wir gehen jetzt erstmal hier hin, denn hier gibt es ja Öffnungszeiten und da wollen wir die nicht zu lange warten lassen. So. Hm. Okay, Kinderzimmer brauchen wir noch nicht. Moment, Luxusstall. Pferdestall könnten wir auch. Nein, aber erstmal der Luxusstall, da fehlt uns noch Holz und Stein. Ja, das dachte ich mir schon. Ich wusste jetzt noch nicht genau, wie viel. Aber da kommt noch einiges auf uns zu. Dann müssen wir schauen, dass wir das mal bei Gelegenheit sammeln. Hier gibt es noch was zum Buddeln. Oh, genau zwischen beide, ey. Das ist unglaublich. Ach, das hier jetzt aber nicht, oder was? Ja gut, das ist ja kein Sammelobjekt. Das habe ich auch nur rausgebuddelt. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir haben noch unser Waldschwert, fällt mir gerade ein. Das können wir doch mal eben da hinten bei der Abenteurergilde. Was ist denn hier alles im Boden, Mensch? Wilde Saat, eine Puppe, die wir nicht aufsammeln können. Weil unser Inventar voll ist, können wir irgendwas hier von erübrigen? Hm. Nicht wirklich. Aber gut, die Puppe ist jetzt auch nicht so der monetäre Halsbringer. Egal, wir verkaufen jetzt das Schwert und wenn wir Glück haben und die Puppe liegt da gleich noch, dann können wir die ja gleich einfach auf dem Rückweg einsammeln. Finde ich jetzt nicht so schlimm. So. Weg damit. Lava-Katana, mein Gott. +54 plus 3 Verteidigung. Oi, 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 oi. Wollen wir uns den Lava-Katana holen? Ich bin mir ja gerade unschlüssig. Ich meine, allein weil der was auf Verteidigung hat, finde ich den nicht schlecht. Wisst ihr was, komm, gönnen wir uns mal. Zack. Bäm, ein Lava-Katana, ist das mächtig. Herrlich. So, dann schauen wir mal, ob unser Püppchen da noch liegt. Yo, her damit. Zack. Nice. Ich gehe mal ganz kurz hier oben schauen, ob wir da vielleicht noch ein paar Bäume fällen können, so für Holz und so. Nee, stimmt, hier waren wir schon. Ich vergaß. Entschuldigt. So, dann wandern wir hier zurück. Vielleicht finden wir ja noch ein paar tolle Sammelsorium-Sachen. Mehr S. Sammelsorium-Sachen. Was ein Quatsch. Und ich habe mal wieder vergessen. Oh, Kupfererz. Ja gut, darauf kann ich verzichten. Wir haben noch genug in der Kiste. Ist von daher nicht wild. Ich habe mal wieder vergessen, hier Pilze zu sammeln. Was jetzt in diesem Moment nicht schlimm ist, weil mein Inventar sowieso voll ist. Aber grundsätzlich sollte man das natürlich zeitnah machen. Ach, Genos, ihr macht mich doch fertig hier.
Haben wir erzeugt? Ja, doch, die Zwergenrolle Nummer 3, die kann auf jeden Fall verkauft werden. Genauso wie die Puppe. Und die Garnele. Und schon haben wir Platz im Inventar, dass wir uns hier rumkümmern können. Hui! So, machen wir mal wieder ein bisschen Entenmayo. Ziegenmilch kommt hier rein. Wunderbärchen, hätten wir das auch. Schön, schön, schön. Sehr schön, die Eisenbarren, stimmt. Da war ja was, was ich auch noch machen wollte. Allerdings stelle ich mal wieder erschreckenderweise fest, dass wir noch definitiv ein bisschen Gold brauchen. Das sieht jetzt nicht so rosig aus. Aber, naja, gut, vielleicht kaufen wir uns das auch einfach. Da bin ich mir noch unsicher. Hatte ich nicht irgendwo die gemischte Saat? Ja, hier oben. Nice. So, ein bisschen was zum Recyceln haben wir auch. So, du kannst weg, du kannst weg, du, du. Weil eigentlich könnten wir... Also was wir an Edelstein nicht brauchen, könnten wir auch eigentlich grundsätzlich verticken, würde ich mal behaupten, oder? Was meint ihr? Müsste doch eigentlich kein Problem sein. Zumindest wüsste ich jetzt gerade aus dem Stegreifen nichts, wofür wir die verwenden könnten. Warte mal, wir könnten aus den Preiselbeeren diese Preiselbeer-Snack nochmal machen. Was fehlt uns denn dafür noch? Spaghetti. Ich muss gerade mal gucken, wo die sind. Da, Preiselbeer. Ach, Apfel fehlt uns noch. Okay, dann können wir es doch noch nicht machen. Schade, schade. Moment, da habe ich gerade was gesehen, was falsch ist. Moment, die packen wir mal alle hier rein, die Sachen. Ja, läuft doch. Du gehörst da auch noch mit rein und streng genommen du auch. Wobei, aus dir könnte man doch Samen machen, oder? Lass uns mal versuchen, ob wir da nicht Samen rausmachen können. Jo, geht. Sehr schön. Und, ach ja, haha, 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 haha. So, dich habe ich vergessen. Gut, schauen wir mal. Ist hier noch irgendwas fertig geworden, zufälligerweise? Nein, natürlich nicht. Könnten wir mal schauen, ob wir noch ein paar Steine bekommen haben oder ein paar Bäume zum Fällen. Ja, guck an, da liegen noch ein paar Holzklötze rum, die den potenziell neu wachsenden Bäumen irgendwann mal das Licht nehmen, beziehungsweise den Platz vor allem, und deswegen können wir die getrost fällen. Wobei fällen schon gewagt ist als Begriff. Kleinhacken. Ja, kleinhacken, das passt eher. Großvater schreien. So, jetzt aber das, was ich gerade schon angekündigt habe, was ich vergessen habe und jetzt wieder beinahe vergessen hätte, nämlich die Pilze. Geht ja mal gar nicht. So. Wir haben unserem Kleinen noch gar nicht Hallo gesagt. Ach Mensch, Kleiner, Entschuldigung. Ah. Tut so gut, dich miauen zu hören. Ja, ich hab dich doch auch lieb. Ja, tut mir leid, ich rede mit Katzen. Wie im richtigen Leben. Wir könnten mal, fällt mir gerade auf, unsere Vogelscheuche aufstellen. Und zwar hier. Dann haben wir nämlich auch wieder direkt einen Inventarslot frei. Zack. Wäre das Thema auch durch. Und wir haben Sternfruchtsaat. Im Sommer wächst sie. Ja gut, okay, bis dahin ist noch ein paar Tage. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres, denke ich. Rein mit den Barren. Ja, komm, wir packen das jetzt auch erstmal alles weg.
So, was wollte ich hier? Die Stechpalme. Weil die Stechpalmen, die können wir eigentlich mal verticken. Die bringen ja auch nur wirklich bedingt was. Komm hier. Ach, ich habe hier noch ein Ei. Guck mal einer an. Guck mal. Ha, Fortwitz. Ei näher an. Ha. Alter, wie schlecht meine Witze sind. Das ist manchmal echt unglaublich. Das tut ja sogar mir selber schon beim Zuhören weh. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, Sonnenblumen? Nee, sonst haben wir hier nichts. Wir müssen aber die Pilze noch ordnungsgemäß verpacken. Jetzt hätte ich beinahe entsorgen gesagt. Aber wir wollen die ja gar nicht entsorgen. Zumindest noch nicht. So, zack, zack. Frag mich, wofür ich die jetzt gerade noch brauche, außer zum Kochen. Müsste ich mal schauen, was man damit so machen kann. Ob man da überhaupt bei allem die Möglichkeit hat, die zu verwursten. So, dann wollen wir mal verticken. Mein Gott, 15 Gelee, das ist auf jeden Fall einiges. 7 güldene Mayonnaise, 4 güldene Käse. Ein Fischpuppe, das... So, apropos Mayonnaise, ich glaube, wir haben bestimmt noch hier hinten was fertig. Nicht, dass ich jetzt schon irgendwie zu früh ins Bett will. Ja, Käse ist auch fertig, sehr schön. Dann hauen wir den auch mal direkt weg. Direkt weg, genau, direkt weg. So rum. Spring! Die Steine habe ich jetzt auch wieder vergessen wegzupacken, toll. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in die Bar. Vielleicht hat Emily uns ja... Also ich glaube zwar nicht, dass es heute schon passieren wird, aber vielleicht hat sie uns ja irgendwas zu sagen, so, hey du, ich finde dich voll gut so. Weil wir sind hier bei 8 von 10 Herzen und die 2 weiteren werden wohl erst freigeschaltet, wenn man, ich sag mal, den nächsten Schritt wagt, was Zwischenmenschliches angeht. Ob das so ist, weiß ich jetzt nicht, da habe ich mich jetzt nicht schlau gemacht vorher. Ich gehe allerdings mal davon aus, dass es heute noch nicht passieren wird. Komm rein, komm rein. Ja, ich bin doch schon drin, Mensch. So, letzter Winterabend. Nein, ich wollte nicht das Schwert vorhalten, entschuldige. Okay, reden können wir mit dir nicht. Wir haben schon mit dir geredet, dann quatschen wir mit dem Rest. Du bist abgelenkt, wie immer. Nimmst du dir je einen Tag frei, damit du wieder Kraft schöpfen kannst? Ja, das Thema hatten wir schon. Aber ich glaube, wir werden tatsächlich mit allen die gleichen Dialoge führen. Können wir uns was Gescheites kaufen? Jetzt gerade? Wir könnten ein paar Rezepte kaufen. Was wird da machen wir eben? Zack, 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 zack. Zack. So. Schön. Und wieder ein paar neue Rezepte gelernt. Wunderbar. Da habe ich, glaube ich, noch gar nicht nachgeguckt, ne? Also bei Händlern. Ob wir da jetzt irgendwie an Rezepte kommen oder so. Aber gut. So, ich würde sagen, wir könnten zwar theoretisch noch was machen, aber ich wüsste jetzt gerade auch nicht was. Ich freue mich jedenfalls darauf, dass der Winter endet und wir endlich mal wieder vernünftig Feldarbeit betreiben können. Und mal ein bisschen unsere Gewinne erhöhen. Auch wenn wir jetzt zugegebenermaßen nicht wenig gemacht haben. Aber mehr wäre doch schöner. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, wir haben noch... Haben wir noch genug Kohle, um ein weiteres Einmachgefäß aufzustellen? Ich befürchte fast nicht. Ich glaube, ich habe alles verheizt. Ja, es reicht leider nicht mehr. Zumindest nicht heute. Aber können wir ja noch in Zukunft mal angehen. Mir ist gerade was eingefallen, was man machen kann. Machen wir erstmal 3. Ich will mal kurz gucken, wo wir denn unsere Sprinkler aufstellen. 3 könnte ich noch machen, weil wir könnten hier die Reihe auf jeden Fall noch voll machen. Ah, da brauchen wir 4 zu. Alles klar. Zack. Nehmen wir noch einen 4. Kein Problem. So. Wir können natürlich noch weitere Reihen machen, aber das machen wir, denke ich mal, später. Im neuen Jahr, würde ich sagen, wenn es recht ist. Ich gucke nochmal eben nach der Mayonnaise, ne? Weil, was wir haben, haben wir. Na, hat leider nicht gereicht. Okay, alles klar. Ich habe mir jetzt die Zeit auch nicht gemerkt, muss ich gestehen. Noch irgendwas zu verkaufen? Nee, gerade nicht. Umso besser. Packen wir unseren Barren weg. Und dann sage ich schon mal gute Nacht.
Und wir schauen auf die Tagesbilanz. Ja, das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen mit 18.209. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.